Nach 6 Spielen ist Marvin Poirier zurück in der Startelf. Beim BRK traf der Winterneuzugang nach Einwechslung doppelt. Heute sollen weitere Tore folgen gegen den FSV Zwickau und Rico Schmidt. Der muss heute auf 4 Stammspieler und Marc-Philipp Zimmermann verzichten. Altklinike im Hinspiel mit dem höchsten Saisonsieg 5:0. Türpitz führt schnell aus, Gergi scheitert an Lena, ist 13 Minuten gespielt. Wenige Torraumszenen bis in die 32. Minute. Dürkner im Doppelpass mit Rodgen, Anthony Rodgen. Der Exertaner mit 5 Toren aus 13 Spielen. Im letzten Heimspiel gewann Altklinike 4:0 gegen Chemie Leipzig. Poirier. Und dann toll, Jai Gergi. Beste Chance der Berliner in Minute 33. Gergi mit 12 Saisontoren, aber nur einem Tor aus den letzten 6 Spielen. Zwickau besinnt sich in Halbzeit 1 aufs Verteidigen und Umschalten. Zimmermann schiebt Polizeidienst, konnte heute nicht mit anreisen. Gergi, Rodgen wird nicht angegriffen. Im Duell mit Vogt, Rodgen zieht vorbei und hat das Auge für Marvin Poirier. 37 Minuten gespielt, 1:0 Altklinike. 7. Tor für Poirier im 6. Startelf-Einsatz. Starke Vorarbeit von Rodgen lässt Vogt aussteigen. Und dann schauen Lenais und Martens nur dabei zu, wie Poirier eiskalt zum 1:0 Pausenstand einschiebt. Steigerungspotenzial für den FSV Zwickau in Halbzeit 2. Der FSV kommt druckvoll aus der Kabine. Schlüsselburg hat eine Idee und schickt Lukas Albert. Den Salto gibt es obendrauf. 1:1 Zwickau. Gerade einmal 180 Sekunden nach Wiederanpfiff lässt Albert die Zwickauer Fans jubeln. Altklinike schläfrig zu Beginn der zweiten Halbzeit. Schlüsselburg hat alle Zeit der Welt. Chipball hinter die Kette und dann setzt sich Albert stark durch gegen Gunte und überlupft Kimmlein. Reaktion Altklinike, 2 Minuten später. Toll, Jai, Gergi und Lenais. Dobruna fälscht unglücklich ab. Lenais hellwach. In Minute 66 dann dieses Foul von Dobruna an Gergi. Freistoß Altklinike, der Spezialist. Toll, Jai, Gergi. Altklinike wieder vorn, 2:1. Großer Jubel, aber wer hat das Tor erzielt? Es war Lukas Albert, der Torschütze zum 1:1, fälscht den Standard von Gergi unglücklich mit der Schulter. Lenais kann nur noch hinterher schauen. Wie reagiert Zwickau mit 2 Niederlagen in Folge angereizt? Schlussphase, 75. Minute. Martens. Und in der Mitte steht keiner bei Jan Herrmann. Zum zweiten Mal schlägt Zwickau zurück, 2:2. Herrmann bedankt sich bei Martens für die Vorarbeit. Der kann ohne Druck flanken und dann steht einfach niemand bei Herrmann. Fehlerbehaftetes Defensivspiel bei Altklinike in Halbzeit 2. Offensiv geht aber immer was bei der VSG, stellen die beste Offensive der Liga. Das ist Gunte in Minute 81. Und Gunte wird in der nächsten Szene im Blickpunkt stehen. Vogt mit dem weiten Schlag. Gunte gegen Albert. Wenig Restabsicherung bei Altklinike. Albert mit starkem Zweikampfverhalten. Gunte verschätzt sich. Und dann ist es Luis Klein. Der Ex-Schalker von der Bank gekommen mit dem 3:2. Zwickau dreht diese Partie, holt zweimal einen Rückstand auf. Vogts langer Ball als Initialzündung. Und dann verschätzt sich Gunte einmal. Und zweimal. Und Albert setzt sich wieder und wieder durch und bereitet mit dem Kopf vor für Luis Klein. Das Eigentor als Extra-Motivation. Dieses Tor wollte Albert unbedingt. Und dieses Tor reichte dann auch. Rico Schmidt gewinnt nach 2 Niederlagen und mit einer dünnen Personallage mit 3:2 bei der VSG Altklinike. Absolut stolz. Gesamte Trainerteam, die Fans sind stolz für ihre Mannschaft. Ja, wir hatten jetzt wirklich große Sorgen mit 11 Feldspielern plus jetzt 3 A-Jungspieler. Davon
der Leon Asset als dritter Torhüter eingewechselt, plus unsere Torhüter Benny und Hime. Ja, das sind manchmal so dann Spiele, wo das in die Richtung geht. Ja, das kann auch andersrum gehen, aber man hat gesehen, ich habe es dann vor uns auch im Kreis gesagt, dass uns das mega viel Spaß macht, auch mit dieser jungen Mannschaft zu arbeiten. Sie versuchen immer wieder auch die Themen umzusetzen, ob das eine Taktik ist, ob das Trainingsarbeit ist und wie wir das jetzt auch vorgetragen haben heute gegen den spielstarken Gegner. Ich habe gar keine passenden Worte dafür, die Enttäuschung ist riesig. Ich weiß nicht, was mir überwiegt, ob Wut oder Trauer, keine Ahnung, weil wir führen, wie du es gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wie wir das Spiel verlieren konnten, weil wir haben das eigentlich im Griff. Die schlagen uns mit den einfachsten Mitteln. Mir fehlen einfach die Worte dafür. Altklinike enttäuscht in Halbzeit 2 und Zwickau mit einem riesen Comeback. Rico Schmidt und das Team feiern ausgelassen und stellen die drittbeste Mannschaft der Rückrunde.